Johannes Lukas heute. Und zwar hat er ein neues Video hochgeladen mit Paul Unterreitner. Paul geht auf die dunkle Seite. In 4 Jahren vielleicht. Ich bin gespannt, Freunde. Let's go mit der Reaction. Auf die dunkle Seite. Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Das hier ist Paul Unterreitner. Muss ich euch hoffentlich nicht mehr vorstellen. Ansonsten tue ich es jetzt hier nochmal. Unser letztes Video ist 9 Monate her. Das ist lange. Es wird mal wieder Zeit, dass du hier bei mir auf dem Kanal stattfindest. 4 Wochen Trainingspause. Nur noch unterwegs. Kampfsport. Bei anderen Trainer Stefan Tienzel habe ich dich gesehen. Ja. Ich glaube, wir müssen mal reden. Und das machen wir heute auch. Früher Paul und Johannes Lukas, das war das Dreamteam, ne? Die waren fast jedes Video, haben die zusammen gemacht. Die. Bei dir steht eine Pulssession an. Wir schauen, was der Rücken so sagt, ob der besser geworden ist. Ja, aber ich beobachte das Ganze. Ich beobachte das, aber jetzt nach 4 Wochen Trainingspause kommt die Flachheit, würde ich sagen. Und dann noch vegan, hör mir auf. Übrigens nicht wundern, ich werde da nicht allzu krass das Gesicht verziehen, weil es ist erst das zweite Training wieder. Nach dem Einstieg, das heißt, ich gehe jetzt langsam Piano an die Sache. Er hört sich immer noch verschnupft an, ne? Der hat so ein beschissenes Immunsystem wie ich, der Arme. Man hört vielleicht noch, ich bin nicht verschleimt, aber ich bin noch so... Du bist verschnupft, du hast dich angeschlagen. Das ist die erste Trainingspause in deiner gesamten Karriere. Die erste so lange. Ja, aber so lange hast du noch nie gehabt. Und jeder wird es fühlen, Trainingspause ist das Schlimmste, was passieren kann. Und dann noch 4... Ich hatte ja auch 3 Wochen Trainingspause über Weihnachten. Das war auch katastrophal, Digi. Wochen. Aber man kann halbwegs gut dagegen arbeiten. Vor allem, wenn man jetzt schon 8 Jahre trainiert, haben wir natürlich eine Grundmuskulatur aufgebaut, die jetzt nicht nach 4 Wochen verschwunden ist. Es sollte zumindest so sein, ja. Und ich bin überrascht, wie gut du Substanz gehalten hast. Mach mal deinen Satz und zeig mir mal, was du beim Stefan alles gelernt hast. Wie akkurat man die Übungen ausführen kann, um sein Lat maximal zu penetrieren. Das sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus, will ich aber ganz gerne ohne T-Shirt sehen. Ja. Wenn wir auch den Faserverlauf beobachten können. Das ist doch dem Paul egal, der zieht sich immer aus. Bam. Ja. Was ich beim Paul beobachtet habe, er führt auch die Konzentrik sehr langsam aus. Oh, Malikum Salam, mir geht's bestens, mein Hund geht's auch bestens, danke dir. Es macht nur bedingt Sinn, wenn ihr Übung neu erlernt, ja, und die üben wollt, dann ist es durchaus sinnvoll. Aber es macht die Übung auch schwerer. Hast du schon mal versucht, ein schweres Gewicht langsam zu drücken oder zu ziehen? Ist schwierig. Natürlich ist dann schwieriger. Tempo reinnehmen oder rausziehen, das macht einen enormen Unterschied. Wir sehen hier eine sehr akkurate Bewegung. Ellbogen schön dicht am Körper zur Hüfte geführt. Also den Kienzel, den kann der Johannes überhaupt nicht gut nachmachen, ne? Nur mal so am Rande. Bam, schönes Ding. Und Paul arbeitet auch sehr viel unilateral seit neuestem. Und das ist absolut sinnvoll, vor allen Dingen um die Schwäche, die Rückenmuskulatur aufzubessern. Freunde, wenn ihr Tipps haben wollt rund ums Rückentraining, da guckt bei mir auf der Instagram-Seite vorbei. Da habe ich heute ein ganzes Training für euch abgefilmt, was den Rücken angeht, ne? Und da wisst ihr dann am Ende Bescheid. Cool. Warte, ich fass mal an. Check. Ja, da kontrahiert was. Also ich mache die ja lieber am Kabel, muss ich sagen. Oh, Pujanowski Junior, danke dir. Ist das wirklich der Fall? Oder verarschst du mich hier? Dann wäre das Problem ganz leicht gelöst. Aber hier in der Maschine. Und dann ist das für immer gelöst, das Problem. Ist auch klar. Ja, Nautilus ist die beste, finde ich dafür, aber... Ja. Aber wer hat schon eine Nautilus? Kokos Erdnuss, siehst du bist ein wahrhaftiger Ehrenmann. Das wollte ich da hören. Dafür mache ich doch diese Reels. Um junge, ambitionierte Leute zu animieren, ins Training zu gehen und Vollgas zu geben, ne? Ganz klar. Das ist bei 7 Gym. Aber die ist auch okay. Die geht halt so ein bisschen nach außen, das ist das, was abpackt, aber sonst geht's gut. Na ja, doch. Von der Seite halt so ein bisschen die Brust. Ja, der Arm ist bei ihm immer fett, ne? Aber der ist schon gut flach geworden, der Paul, auf jeden Fall. Ist eingefallen. Also man sieht, der Druck ist einfach raus, ne? Das kennt jeder. So, du eine Woche in die Kommentare, nee, Paul, der sieht doch krass aus. Direkt glatt abgerissen, schreibt er. Oh Mann. Immer. Sofort. Also ich hab's bei Instagram nicht gesehen, aber so, man sieht schon deutlich, wie so ein bisschen, wie so ein Luftballon, der ein bisschen länger rumliegt und so ein der Druck raus, ne? Ja. War bei mir auch so. Nach meiner 3-wöchigen Pause war ich sowas von flach und am Bauch direkt Wasser gezogen. Aber ich schwöre es euch, 2 Wochen durchgezogen, nicht mal 10 Tage. Ich habe in den ersten 2 Wochen 12 Mal trainiert, 4000 Kalorien jeden Tag gefressen, direkt 6 Kilo drauf oder 5 Kilo waren es, Glykogenspeicher voll und wieder prall wie Sau. Das geht ratzfatz, Freunde. Macht euch nicht verrückt, wenn ihr krank seid. Und gestern das erste Training gehabt? Und vorgestern. Vorgestern. Und direkt gespürt, wie es sich voll angefühlt hat, ne? Ja. Ich denke so, nächste Woche, wenn ich da wieder die erste intensiveren Sessions habe, danach dann ist das Volumen schon wieder wahrscheinlich halbwegs gute Ernährung. Ich habe jetzt auch gestern wieder gut gegessen. Ich habe mir 3 Donuts gegönnt, hatte 2 Fette Portionen im Rahmen. Du hast so konstant dich ernährt trotzdem.
Danke dir, Pudzianowski Junior. Ich probiere das mal später aus. Ja genau, ich habe halt immer über 200 Gramm Eiweiß trotzdem gegessen. Aber 4-5 Kilo hast du abgenommen, ne? Nee, nicht 4-5. 3-4. 2-3. 3 Kilo, glaube ich. Es ist wirklich erstaunlich. Also ich hätte das so nicht hinbekommen, sage ich ganz klar. Aber ich bin natürlich auch prädestiniert dafür, jetzt nicht viel Gewicht zuzunehmen, sondern eher dann abzunehmen. Du bist dann natürlich eher prädestiniert, Gewicht zuzunehmen. Weil ich ein Vielfraß bin, so. Also wenn ihr wieder mit... Ja, das kennen wir auch. Training reinstartet nach der Pause immer ganz vorsichtig, defensiv. Also RPs bei mir eigentlich 4 bis 5. 4 gibt's nicht. Ja. 5 ist aufwärmend. Teilweise war es halt echt nur krass bei mir, weil wenn ich dann ein Gewicht ein bisschen falsch eingeschätzt habe, habe ich dann halt mal einen 3-Minuten Arbeitssatz gemacht. Das war halt dann echt intensiv. Ja, aber auch einfach zu lang, ne? Aber dafür habe ich wieder einen Satz danach gestrichen zum Beispiel. Ja, okay. Also 3 Minuten Time on Attention ist sehr, sehr lang. Man sagt so 45 bis 90 Sekunden ist so die ideale Länge, ne? Deswegen arbeitet Stefan auch mit Bitter aller nie mit seinen Athleten. Deswegen nehmen die das, weißt du? Weil die Belastung einfach länger dauert. Ich bin auch ein Fan von Beta-Alanin, auch wenn, also die Wirkung ist geil, aber dieses Kribbeln, das finde ich unangenehm, also ich mag es nicht. Schreibt Stefan gleich in die Kommentare, so trainiere ich doch gar nicht meine Jungs. Der Paul macht ein Mittelding. Was hast du eigentlich im Training mit Stefan gelernt? So, was für dich mitgenommen? Ja, aber der ist jetzt ja nicht bei Stefan im Coaching, der hat 2-3 Mal mit dem trainiert, das war's, ne? Sagen, mehr als Muskel sagen, wieder pushen, weil ich da doch bei ein paar Übungen gemerkt habe, dass ich mich zurückgehalten habe, obwohl ich noch mehr geschafft hätte. Aber natürlich war das auch ungewohnt, die Übungen so langsam auszuführen und dann da ans Muskelversagen zu gehen. Ja. Aber grundsätzlich einfach wieder intensivere Sätze, kürzere Pausen. Und weniger. Ja. Weniger und nicht ganz so oft wahrscheinlich auch. Aber wenn du hast ja sehr, sehr viel häufig trainiert. Ja. Und wenn du dann so oft... Danke dir, Testo-Jäger. So in der... Ich fühle auch vollkommen deinen Namen. Wenn du arbeitest, dann wird es halt auch zu viel. Das habe ich sowieso schon von Grund auf jetzt davor schon geändert gehabt. Aber einfach wieder in den Sätzen ein bisschen langsamer, kontrollierter und dann einfach das Ego ein bisschen mehr hinten anstellen und halt einfach das Gewicht nicht in den Vordergrund zu stellen. Klar track ich meine Gewichte und ich schaue auch, dass ich progressiv arbeite. Immer noch? Klar. Weil Ernährung trackst du ja nicht mehr. Ja. Training habe ich wieder im Griff. Siehst du, ich track mein Training nicht mehr, aber meine Ernährung. So, Training habe ich im Griff, aber Ernährung ist halt schwierig, ne? Trackt ihr Trainings, Freunde? Machen wir eine Abstimmung, Onkel, ob Training getrackt wird oder nicht, würde mich mal interessieren. Ist eine coole Sache, aber ist halt voll aufwendig und nervig irgendwo. Ich habe es auch eine Zeit lang gemacht, wirklich jede Übung, alles eingetragen, aber auf Dauer war das voll der Abfucker, Digga. Aber es bringt viel, ohne Witz, es bringt einiges, vor allem bei so Übungen wie nicht gerade Kniebeuge, Bankdrücken oder Kreuzheben, wo du das Gewicht an irgendeiner Maschine hast, du es eh vergessen, die mit Steckscheibe. Ob du jetzt 60 genommen hast oder 50, 40, das weiß man nicht. Schreib es nicht in den Chat, gleich kommt eine Abstimmung. Der Onkel macht jetzt eine. Jetzt mit Lat-Fokus rudern. Hat natürlich den Vorteil, wenn man leichter und akkurater trainiert, kann man... Die Hack-Squat von Matrix habe ich nicht probiert. Kann auch ein bisschen besser recovern, ist nicht so anstrengend für den Körper. Ja, ich merke es auch beim ZNS. Nach dem Training ist es nicht so, dass ich... So, fuck, Alter, jetzt habe ich meinen kompletten Körper zerstört. Aber nächsten Tag habe ich trotzdem den heftigsten Muskelkater. Du könntest die Schulterblätter ruhig mit nach vorne nehmen. Hauptsache, du ziehst hinten sie nicht zurück. Bam, jawohl, prima. Jawohl. Ein bisschen runder vorne, ein bisschen mehr. Nehmen wir den Stretch mit? Jawohl, nein, bam, jawohl, bam. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, prima. Schönes Ding. So schlank wie du jetzt bist, wird dir endlich auch dein Naturalstatus anerkannt. Das klappt. Ich glaube, ich habe gerade eine Donation erhalten von Theo, wenn ich mich nicht irre. Ich kriege hier leider keine Benachrichtigung für Donations, keine Ahnung. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für 2,50 Euro, mein Lieber. Du hast ja eben gesagt, du machst eine Umorientierung. Vorbei mit Wettkampf jetzt, oder was? Das würde ich nicht sagen. Ich hatte sogar teilweise so eine Vision. Umorientierung zum Stoffen, oder was? Vielleicht mache ich jetzt so die nächsten 2-3 Jahre ein bisschen mehr alternative Sportarten, Kampfsport, Fußball wieder. Und dann 2026, 2027 auf die dunkle Seite. Niemals wird Paul stoffen, kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Ja, grüß dich, Alter. Was für eine Ehre. Geil, dass du am Start bist. Mal schauen. Ich habe damals gesagt zu dir, auf der Enhanced-Bühne beim Olympia hast du keine Chancen, auch nicht, wenn du unterstützt. Das muss ich zurücknehmen. Hä? Heute ist mein Statement ganz klar, wenn Paul unterstützen würde, wäre er ganz vorne mit dabei, aufgrund der schönen Linie und viel. Schwer zu sagen, Digga. Kann ich mir nicht vorstellen. Nicht, weil Paul schlecht ist, auf keinen Fall. Paul ist ein brutaler Athlet, aber das kann man jetzt schwer sagen. Nur weil er dann anfangen würde zu stoffen, dass er dann direkt vorne mitmischen würde mit Urs, Sibam und Ramon und so weiter auf der Olympiabühne.
der braucht ja erstmal eine Pro-Card, um überhaupt da und dann noch eine Profi-Show gewinnen. Ich weiß nicht, Freunde. Ich weiß nicht. Physik und auch den Rücken hast du so stark aufgebessert, dass man jetzt sagen muss, du bist ein Athlet mit. Ja, auf die Onkels ist hier gar kein Verlass mehr. Ich kürze euer Gehalt. Was ist los? Muss ich alles selber machen hier? Sehr wenig Schwächen. Mit Stärken wie zum Beispiel am Arm. Aber das wäre auf jeden Fall eine Challenge, beziehungsweise eine Reise, auf die ich richtig, leider richtig Bock hätte, muss ich sagen. Wir haben das Thema schon so oft besprochen. Mit deinen Eltern, mit sämtlichen Leuten. Ja. Ja, und wir haben überlegt, aber es ist schon, der Reiz ist da. Wenn man weiß, man könnte ganz vorne mitspielen. Ja. Und man auch aufpasst, keine Schäden davon zu tragen. Das ist, ja, ich muss schon sagen, das, ja. Ich beobachte das mal. So, Freunde, ihr habt oben jetzt eine Abstimmung. Da könnt ihr abstimmen, ob Paul auf Stoff das Zeug hat zum Mr. Olympia. Man muss zu Paul aber auch sagen, er hat ja nicht Bodybuilding gemacht, weil er unbedingt Wettkämpfe machen wollte, sondern weil er einfach Bock hatte, das ein bisschen zu machen. Bodybuilding kam eher für Social Media, ne? Konzentrier dich schön. Das heißt, wenn man nicht so besessen ist wie zum Beispiel Lars Ludwig, der liebt und lebt Bodybuilding. Ey, Lars Stoffig sieht aktuell wirklich richtig brutal aus, ne? Richtig heftig. Bei Paul ist anders. Der hat es einfach gemacht so. Ist da nicht so leidenschaftlich. Ich habe auch nicht mein ganzes Leben lang Bodybuilding ausgerichtet. Aber Bodybuilding, Kraftsport wirst du sowieso bis ans Ende deines Lebens machen. Also, das ist so oder so klar. Zu Hause bitte nicht nachmachen, es sei denn... Was ist das denn für eine Ausführung? Ihr wollt euren Trapez oberen Rücken treffen. Also ist jetzt nicht per se falsch, ne? Ist nur kein klassisches Latziehen. Hättest du auch hier an der Rudermaschine machen können, am Kabel. Aber so ist angenehmer. Angenehmer, okay. Angenehm soll das Training sein. So weit sind wir jetzt schon gekommen, Junge. 20% sagen, 22% sagen sogar, dass Paul das Zeug dazu hat. Die Jugend. Nee, ich dachte mir, vorher habe ich Kabelzug. Damit hätte ich nicht gerechnet. Von vorne gemacht, jetzt mache ich noch mal ein bisschen eine andere Position. Jetzt fühle ich mich wieder, im Training fühle ich mich gut. Sonst fühle ich mich sehr schmal. Wie ich nicht trainiert habe und trotzdem im Gym war, weil ich musste auch ein bisschen Content machen. Das ist bescheuert, ne? Ich habe mich selten so schmal gefühlt, finde ich, das war ekelhaft. Aber es findet so viel im Kopf statt, ne? Das ist so irre. Aber selbst ein Paul geht so, das müsst ihr euch mal überlegen, ne? 4 Wochen, Alter. Was kommt als nächstes? Ortak, ich danke dir für den Support, Mann. Geil. Bizeps Curl. Ach, das war's schon verrückt jetzt, ja? Ja. Okay. Also normalerweise mache ich... Ja, normal. Gleich kommt ja auch noch eine Beinübung. Split vom Paul, den checkt niemand. 4 Übungen, aber jetzt als Einstiegstraining, weil ich es doch schon sehr, sehr gut spüre. Killergabel, da machst du alles richtig, mein Lieber. Und die Abstimmung ist zu Ende. 62% sagen nein, Paul hat das Zeug nicht zum Mr. Olympia-Kandidaten. 23% sagen ja und 15% sagen einfach Kalbach. Ja, so, weiter geht's. Eine Woche lang ist die ESN-Aktion, 20% auf alles, eine Woche. Auch jetzt von Freitag gelernt habe, dass ich auf jeden Fall Muskelkater kriegen werde, egal wie viel ich mache. Bleibe ich jetzt lieber bei dem und dann starte ich danach wieder. ERAs im Training, absolut sinnvoll. Ist nur die falsche Marke. Also ich glaube, egal was du tust, die Arme werden nie dünn sein, oder? Das schaffst du nicht, würdest du nicht packen. Ich denke auch Classic, natürlich. Wo soll er denn sonst mitmachen? Der ist ja auch bereits in der Vergangenheit Classic gestartet, ne? Sind es noch 50 cm? Ja, ich glaube knapp. Trembolon-Gutachter, danke dir. Ich habe es mal im Dust-Gym gemessen, da waren sie 53, aber da habe ich erst gesehen, dass das Maßband ab 5 cm beginnt. Ach, das ist schon so geil. Das ist ein tolles Maßband. 5 cm mehr. Und das Fake-Maßband, das bräuchte Thunfisch, den wir uns heute übrigens auch angucken werden. Ohne Training, beste Mann. Aber das Training ist hier gerade nicht so wichtig. Ne? Man muss ja schon sagen, du bist jetzt Geschäftsmann, du willst eines Restaurant eröffnen. Restaurant. Eigenes Restaurant. Man muss ja schon sagen, du bist jetzt Geschäftsmann, du willst eines Restaurant eröffnen. Der Pillemann 93, danke dir mal lieber fürs Abo mit Prime. Mir das am Telefon mitgeteilt, ich dachte mir so, ja, okay. Warum? Warum, Paul, warum? Weil ich genau das bedienen möchte, was mir fehlt. Und ich denke, dass viele andere das ähnlich sehen. Auch wenn sie es vielleicht noch nicht wissen. Okay. Oder keine Ahnung, Roman Fritz sagt so einiges. Ja, ich weiß nicht. Ist mir auch egal. Kann ja sein, dass der recht hat. Ich trinke sie, sie schmecken, sie wirken bei mir. Aber Roman Fritz darf es nicht vergessen, der frisst doch, glaube ich, 500 Gramm Eiweiß am Tag. Da braucht man keine ERAs bei dem Konsum. Also es ist eigentlich noch kein Need da. Awitz 69, danke dir fürs Abo, mein Lieber. Und das sollte jetzt kein Angriff sein an Roman Fritz, ne? Roman Fritz ist Legende, aber der hat halt, Roman Fritz ist irre.
Digga, der Mann ist verrückt. Ja, und wer was anderes sagt, hat keine Ahnung. Roman Fritz ist irre, der ist Bodybuilding verrückt. Sein ganzes Leben dreht sich um Bodybuilding, komplett. Der würde, glaube ich, sogar dafür sterben. Der hat einen Dachschaden, kannst sagen, was du willst. Ist auch absolut nicht böse gemeint. Der hat so einen richtigen Bodybuilding-Dachschaden. Wissen wir doch alle, ist ja auch nicht schlimm. Dafür liefert er ab, der Typ. Die sieht brutal aus. Ist immer in Form. Aber dass er erst nichts bringen, keine Ahnung. Bei ihm vielleicht nicht, weil der genügend Eiweiß zu sich nimmt, dann braucht er keine. Vielleicht meint er es so. Aber für Leute, die jetzt ihren Proteinbedarf nicht brutal decken, da kann man die doch immer, die essentiellen Aminosäuren immer mit einbauen. Warum nicht? Du musst den Leuten erst mal sagen. Ja, doch. Für veganes Fastfood, das auch nicht nur aus Fett besteht, ist auf jeden Fall nicht dabei. Aber in Wien ist halt, also in Berlin würde ich das noch fühlen, aber in Wien ist halt echt ein Experiment, ne? Ja, ja, aber Wien. Ach so, Roman sagt nur, dass er es alleine nichts bringen. Er meint erst und Cluster. Okay, okay, okay. Leute, schreibt hier keine komischen Sachen in den Chat, die nicht stimmen. Keine Fake News hier, was soll das denn? bester Isoclear-Geschmack, ich hatte bis jetzt nur zwei. Einmal Peach-Mango-Eistee und Cherry. Da gebe ich Cherry auf jeden Fall die bessere Note. Cherry schmeckt sehr lecker. Ihn hat es auf jeden Fall nötig. Will mal Waldmeister probieren, habe ich aber noch nicht. Muss ich mal bestellen. Du verdienst ja genug Geld, kannst halt alles in dein Unternehmen reinpulvern. Aber ich bin super stolz, weil du das alles wirklich mit Struktur angehst und nicht einfach nur so machst, so random. Du hast Experten, die du ins Boot holst, mit denen ich berätst. Finde ich sehr cool. Außerdem habe ich das Interview bei William gesehen und das hat mich wirklich mit Stolz erfüllt. William. Zu sehen, wie du dich entwickelt hast. So jetzt. Voll. Paul hat sich extrem entwickelt. Vor allem in dem Verhör kommt er richtig gut zur Geltung. Ich meine, wir sind jetzt 6 Jahre, seit 2017 kennen wir uns. Und dann da präsentiert er sich von einer ganz anderen Form, aber irgendwie machen das alle, ne? Sehr viel Zeit miteinander verbracht. Und das so zu sehen, ja, ist cool. Ja, mehr Spannung nach vorne, komm. Kontrolle, Kontrolle, Spannung halten und jawohl, 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 jawohl. Ja. Oben, ja. Aber du gehst ja schon Risiko ein, ne? Du investierst viel Geld. Was machst du, wenn es nicht funktioniert? Tja. Ist nicht einkalkuliert. Ja. Ja, sorry, da habe ich es falsch gelesen mit den EAs. Ist ja auch egal jetzt. Geld verdient man immer. Und ich will einfach was tun oder was erschaffen. Was verändern, ne? Ja. Und selbst wenn es jetzt nur dann so ein Schrei in die Welt ist und sich dann andere das Konzept noch besser umsetzen, umso besser. Am besten Fall kriege ich es natürlich perfekt. Schlimm ist auch nicht, wir leben in Deutschland und ganz ehrlich, wenn es nicht Deutschland klappt, dann machst du halt was anderes. So. Nee. Ich eröffne bald eine Dönerbude, Digga. Paul wohnt in Österreich. Ah ja, gut, ja. Gut. Immer noch. Aber die Beine haben sich gut gehalten, ne? Also die Beine sind mies trocken geworden bei dem. Ja, Schwarzwald John, gucken wir heute auf. Ist sogar ein bisschen besser geworden. Beinbizeps, wie sieht's aus, Junge? Stark, schön. Habe ich aber auch schon beim Formcheck mit Stefan gesehen. Oh, im Oberkörper ist Volumen weg, ne? Ja. Da sieht man es deutlich. Ja, hier halt in der Schulter. Ja, am Pushday wäre es natürlich jetzt was anderes. Hat der sein Mikrofon? Ja, man, der hat sein Mikrofon in den Haaren drin. Ich dachte mir schon, was hat der denn da im Gesicht rumhängen, Digga? Aber untenrum richtig gut. Und das trotz deines vielen Kampf. Beine sind super bei Sporttrainings, ne? Wie verkraftest du so dieses Training, Kampfsport und Bodybuilding? Gut, also nach dem Stefan-Kinzel-Training am selben Tag dann Kampfsport gemacht. Hab ich gesehen, du bist doch geil. Da bin ich verkrampft im Training. Ja, ja, ja. Also vielleicht auch mal gucken, dass du dein Magnesium erhöhst. Ja. Das ist schon ziemlich krass. Also ich merke, aber gut, ich bin auch 20 Jahre älter als du. 20. Schön wär's, der ist 40 Jahre älter. Wenn man zu viel auf einmal macht, ne? Johannes, der Lügner. Beides schlechter. Ja. Ja. Habe ich gemerkt, das muss ich mir besser. Also beides in einem Tag ist nicht optimal. Kriege ich aber zum Beispiel am Rückentag eher hin als am Wenn du 6 Push-Tag. Tage, 6 Stunden zwischen hast und vielleicht 2 Mahlzeiten, ja, 6 bis 8 Stunden, dann geht das vielleicht. Das geht für alle, die vielleicht 2 Mal am Tag trainieren. Machen wir mal eine Verrückseite, die ist ja wichtig. Weil das war bisher immer eine Schwäche. Ja gut, die Doppelbizeps gefällt mir immer noch nicht wirklich. Er ist auch ein bisschen schmaler geworden. Wartet, Freunde. Ihr habt da jetzt nochmal Pauls schönen Rücken. So. Aber trotzdem, vielleicht 2 Mal am Tag trainieren. Machen wir nochmal eine Verrückseite, die ist ja wichtig. Weil das war bisher immer eine Schwäche. Ja gut, die Doppelbizeps gefällt mir immer noch nicht. Doppelbizeps ist auch nicht schwach. Warte, ich pausiere die mal. Ist ja wichtig. Weil das war bisher immer eine Schwäche. Ja gut, die Ne? Hier fehlt ordentlich an Fleisch, Digga, hier unten. Das ist
Das ist Käse. Ja. Ja, das ist auch hart, Digga. 4 Wochen kein Training und direkt ein Formcheck. Aber Paul ist krass, weil dem ist alles egal. Der macht einfach. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen ist er auch erfolgreich in dem, was er tut. Dem ist alles scheißegal. Doppelbizeps gefällt mir immer noch nicht wirklich. Er ist auch ein bisschen schmaler geworden. Aber trotzdem sieht man deutlich, wenn du jetzt wieder reinkommst, wird das auf jeden Fall was. Ich finde, jetzt sieht das Teil im Schulterverhältnis schlechter aus auf jeden Fall. Ja, weil oben ein bisschen Druck raus ist. Ne? Das ist irre, was das ausmacht. Aber dafür sind Beine, mit Beinen bin ich gerade sehr zufrieden eigentlich. Absolut. Ja, aber es war ja. Beine sind sehr, sehr fleischig, richtig gut. Wie ich schon immer gesagt habe, nie eine Schwäche. Ja. Selbst als du nur Fußball gespielt hast und keine Beine trainiert hast, waren die Beine ja trotzdem nicht kacke. Paul der Fußballer. Oder nicht dünn oder so. Das Potenzial war von Anfang an da. Und jetzt, wo du schön vielseitig aufgestellt bist, vielleicht wirst du dann Kampfsport-Champion. Geben wir einen Ring gegeneinander. Wer weiß, ja. Was machen wir? So, Universum boxen gegen Paul, das wäre doch mal ein geiler Gegner. Beide selbes Gewicht ungefähr. Okay, Paul ist größer als ich, hat wahrscheinlich eine längere Reichweite. Aber gegen den so, wenn die Gage stimmt, würde ich schon kämpfen wollen, Digga. Leg mal 50 Miller auf den Tisch, ich komme. Was machen wir nur als nächstes? Bodybuilding-Wettkampf auf der dunklen Seite oder Kampfsport? Challenges. Ich nehme es, wie es kommt. Ich nehme es, wie es kommt. Ja, ja. Ich bin dieses Jahr mit Sicherheit auf der FIBO, ja, am Wochenende. Das Einzige, wo du einen Plan hast, ist halt das Geschäft, ne? Ja, wobei, da habe ich jetzt auch keinen konkreten Plan, weil das Nächste, was fehlt, ist die Location. Und bis ich die gefunden habe, kann ich jetzt nicht so viel. Ja, eine hat schon abgesagt, hat nicht geklappt. Ja, Wohnungssuche? Die haben nicht abgesagt, aber wir haben kalkuliert und das wäre nicht. Gegen Yusupov wäre unfair. Der Junge macht ja schon lange Kampfsport. Paul ist unerfahren, was Kampfsport angeht. Der macht erst seit 1-2 Monaten so richtig ab und zu mal Training mit Camilla. Ich bin auch unerfahren, was das angeht. Also könnte man sich für so einen Kampf vorbereiten in Ruhe. Wieso nicht? Wäre nicht gut gewesen. Paul wird erwachsen. Er zieht jetzt endlich in seine erste eigene Wohnung mit seiner Liebsten zusammen. Auch das ist schön zu beobachten. Also es geht voran und wir hoffen bei euch auch. Ne? Also die bei uns geht's voran, auf jeden Fall. Wir streamen 3-mal die Woche. Grüße, bis zum nächsten Video. Kanal hat hoffentlich abonniert. Bye, bye. Tschüss, Johannes. Ciao, ciao. Das war's mit dem ersten Video, Freunde, heute vom Stream. Ja, ziemlich flach, der kleine Paul, ne? Aber nach so einer Pause, wie gesagt, zwei sag ich schon. Ja, 2-3 Wochen Training doch. Und dann geht's wieder nach vorne, Freunde. Dann sind die Glykogenspeicher wieder voll und dann kommt auch wieder die Fülle und man sieht ordentlich aus. Das geht ganz, ganz schnell. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um kein weiteres Video zu verpassen. Kommentiert das Video fleißig, wenn ihr Bock drauf habt. Und wenn ihr mich supporten wollt, beispielsweise ein schönes Whey-Isolat oder beispielsweise ein Whey-Protein oder einen schönen Booster, könnt ihr wie immer euch den besten Deal sichern mit dem Rabattcode William auf esn.com. Ich danke euch für den Support. Vielen lieben Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.